Im Landkreis Görlitz haben die Behörden mit Zustimmung des sächsischen Umweltministeriums entschieden, den Abschuss des Wolfspumpacks zu beauftragen. Und da fragt man sich natürlich, was da so Dramatisches stattgefunden hat, dass man so weit kommt und muss feststellen, der Wolfspumpack ist genau nicht dadurch aufgefallen, dass er besonders aggressiv geworden wäre, dass er Menschen gar angefallen hätte oder in sonstiger Weise irgendwie besonders negativ aufgefallen ist, sondern er hat schlichtweg zu wenig Scheu vor den Menschen. Er hat zu viele positive Erfahrungen mit Menschen gemacht. Das ist das Problem. Und wenn man dann schaut, ja, muss man denn da jetzt aus dem Nichts heraus entscheiden, wie man damit umgeht, stellt man fest, dass man vor Jahren unter größter Beteiligung aller Fachleute, Behörden, Verbände einen Wolfsmanagementplan erstellt hat und da drin steht, wie man in solchen Fällen eigentlich umzugehen und vorzugehen hat. Und da ist mal festgelegt worden, dass ein Abschuss immer nur das allerletzte Mittel sein kann für eine streng geschützte Tierart wie den Wolf, sondern dass man vorher erstmal etwas unternimmt, ihm diese positiven Erfahrungen mit den Menschen wieder abzutrainieren. Das nennt man Vergrämungsmaßnahmen. Das kann man optisch, akustisch, haptisch machen. Also das heißt mit Blitzen, Feuerwerkskörpern, im Knall, immer in Verbindung mit Menschen, dass er die sieht, wenn er sich menschlichen Siedlungen nähert. Was jetzt so besonders dramatisch in dieser Situation ist, weil es das erste Mal ist, dass ein Wolf in Sachsen abgeschossen werden will, werden jetzt natürlich auch die Maßstäbe geprägt für das Verhalten, wie die Behörden später mit solchen Fällen umgehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man schon so einen Wolfsmanagementplan hat, dass der eben nicht nur auf dem Papier besteht und nur für den Fall, dass der Fall eben nicht eintritt, sondern genau wenn man dann mal einen Problemwolf hat, dass man den dann auch akkurat abarbeitet. Denn ein Abschuss ist jetzt einfach überhaupt noch nicht auf der Tagesordnung.